Charity-Rennen, wo einige Piloten aus der Formel 2 an den Start gegangen sind, organisiert übrigens von Papa, von John Surtees, das Ganze also am vergangenen Montag, um quasi an den unvergessenen Henry Surtees zu erinnern. Jetzt die Starterstellung zu Rennen Nummer 2, zurück zum Tagesgeschäft, und da haben wir doch die ein oder andere Überraschung. Ja, da haben wir mehrere Überraschungen. Wir haben die Überraschung auf der Pole Position mit Kasim Vasilauskas, der es geschafft hat, sich hier durchzusetzen. Mit 1:16:06 hat er hier die Pole Position gebracht. Die Startaufstellung jetzt von den Helfern zumindest geräumt. In 30 Sekunden geht's los mit der sogenannten Green Flag Lab. Wir haben einen Neuzugang hier in der Meisterschaft, Julian Theobald, ein Gießener Student der Maschinenbau, der ja so einige Motorsportstufen schon erlebt hat, über den Kartsport, Formel König, Formel Renault, sporadisch Formel 3, aber in den letzten Jahren war da mehr Ruhe im Karton, und jetzt ist er zurückgekehrt, hat vor ein paar Tagen hier getestet, zusammen mit seinem Bruder Johannes, und der Julian ist dabei, hat gestern hier ein schönes Überholmanöver gezeigt, das war das positive Highlight, als er außen herum an Zürich war, an der Paddock Hill Band vorbeigefahren ist, also ein Manöver, was man nicht jeden Tag sieht, und hier sehen wir eine Besonderheit von Brands. Das kannst du auch sicherlich erklären. Genau, die Besonderheit ist, dass man hier nicht nur bergab startet, sondern auch die Kurve ein Banking hat. Das heißt, die Kurve ist in dem Falle schräg. Und wenn man dann mit dem heckgetriebenen Fahrzeug startet, drängt sofort das Heck nach außen, wenn die Räder durchdrehen. Von daher ist es hier nicht einfach, das Auto überhaupt gerade vorzubringen. Der ein oder andere hat sich hier sogar schon beim Start gedreht. Und wenn dann die Jungs von hinten noch angeflogen kommen, die sich nicht gedreht haben, dann ist das schon eine sehr, sehr schwierige Geschichte, die auch dann in die Hose gehen kann. Die Jungs aus der Formel 2 haben es gestern allerdings geschafft, aber die Schwierigkeit hier zu starten, die ist definitiv da. Blick auf die Meisterschaft zeigt uns, dass es eng geworden ist um Platz 1. Palmer nur noch 5 Punkte Vorsprung auf Stoneman, aber auch um Platz 3 wird es inzwischen eng. Will Brad vorbeigefahren an Philipp Eng, und dahinter lauert Belli, für den es aber nicht leicht werden wird, weil er ja hier wiederum einen relativ schlechten Startplatz einnehmen muss. Unsere einzige Dame im Starterfeld, die hat sich hier auf der 15. Position qualifiziert, Natalia Kowalska. Tja, und da gehen wir uns nachher abkühlen im großen Wasserbecken. Mal schauen, ob wir heute ein paar Überholmanöver mehr erleben als im ersten Rennen gestern. Ich gehe stark davon aus, und zwar gehe ich stark davon aus, weil wir mit Stoneman einen relativ weit hinten haben, der ganz nach vorne gehört. Wie gesagt, wer das Rennen gestern gesehen hat, der kann es eigentlich kaum glauben, dass er hier nur auf der siebten Position steht. Von ihm erwarten wir uns einiges. Vielleicht ist er cool genug, das durchzuziehen, eine gewisse Aggressivität an den Tag zu legen, aber natürlich auch aufzupassen, das Auto nicht rauszufeuern. Wie immer gilt es, die Reifen, die Avon-Reifen, die hier zur Verwendung kommen, auf optimale Betriebstemperatur zu bringen. Es wird der Gefahr mit Einheitstechnik. Über den Powerboost-Button haben wir eben schon kurz gesprochen. Da gibt es also die Möglichkeit, 8 mal etwa 50 zusätzliche Pferdestärken freizusetzen, jeweils für 15 Sekunden. Und die setzt man üblicherweise dann ein, wenn man einen Vordermann überholen möchte. Oder wenn ihn alle einsetzen. Oder beim Start gleich. Start. Also was Stoneman gestern gar nicht benötigt hat. Ja, das ist Wahnsinn. Also Stoneman, und das ist nicht das erste Mal, dass er ein Rennen gewonnen hat. Und hinterher sagte, ach ja, da habe ich gedacht, ich habe ja noch diesen Powerboost zur Verfügung. Ich vermute mal, sein Renningenieur wird ihm heute gesagt haben, Freund, ich will, dass die alle verschossen sind zum Ende des Rennens. 24, Tom Clattis, der Rückkehrer in der Formel 2 Meisterschaft beim Saisonauftakt in Silverstone, war dabei. Und jetzt kehrt er zurück hier in Brands Hatch mit einem schönen Ergebnis im ersten Rennen und auch hier mit einer guten Ausgangssituation für Lauf Nummer 2. Kasim Vasilauskas wird von der Pole Position aus versuchen, gleich hier als Erster in Paddock Hill Band die Kurve zu meistern. Auch Philipp Eng steht schon Zeit etwas versetzt daneben. Ampel ist auf Rot geschaltet. Wer kommt hier am besten weg? Tom Clattis in lauer Stellung in der dritten Position. Das Rennen ist freigegeben. Quersteher hier von Vasilauskas. Eng kommt gut weg. Eng kommt gut weg, aber Vasilauskas kann sich retten. Und wir achten direkt da hinten. Scheule Palmer mit dem starken Start. Er ist da schon vorbeigefahren an Tom Clattis. Eng geht's hier zu. Truls muss man aufpassen, da raucht es auch öfters. Gerade bei den Tourenwagen, bei den Formelfahrzeugen muss man vorsichtiger sein. Stoneman und Palmer sind beide gut gestartet. Sehr gut. Im gelben Fahrzeug Bailey vor Kowalska.
im hinteren Mittelfeld. Und da wird es jetzt eng. Da wollte jetzt Domen vorbei. Und da die nötige Aggressivität, die wir gestern vermisst haben, ein paar Mal, die ist heute da. Und Domen geht hier außen vorbei an Gledis. Was für ein Überholmanöver. Hast du gemacht. Gledis hat in der Anfangsphase deutlich am Boden verloren. Und Palmer jetzt in Angriff auf Platz 3. Oh, Jungs, macht keinen Fehler. Macht keinen Fehler, sie hat mich berührt. Wasiljauskas, glaube ich, war es. Nee, es war Afanasie, fast vom Abflug. Ganz heiße Geschichte. Und Palmer unter Druck. Ja, Palmer unter Druck von Stoneman. Und Stoneman ist schon dran an Palmer. Also Palmer, der einen super Start erwischt hat, aber auch Stoneman, der gesagt hat, okay, mein Freund, das lasse ich nicht da. Den extra raus. Enge Manöver. Viel, viel aggressiver als gestern im ersten. Ja, deutlich aggressiver. Di Marco wieder mittendrin. Da, genau da gehört er hin. Wasiljauskas führt vor Philipp Eng, dann ein leichter Abriss. So, und dann hat sich ordentlich was getan. Auf Platz Nummer 3, Jerome Palmer und direkt dahinter Stoneman und dann erst Gledis. Und da kommt der Angriff aus von Di Marco. Das war der Powerboost-Button. Ganz deutlich zu sehen. Gut eingesetzt hier. Jetzt sind Roots, Angriff von Ibrahim dürfte das sein, auf seinen Vordermann. Und das ist Clark. Belim, Angriff. Belim mittendrin. Ja, jetzt sind die jungen Wilden wieder unterwegs. Gestern hatten wir ja schon so ein bisschen das Gefühl, die haben alle eine Schlaftablette vorher bekommen. Aber heute gab es wohl eher rohes Fleisch. Mali verteidigt seine Position gegen Natalia Kowalska. Also für einen, der Dritter im Championat werden möchte, muss er aufholen. Vorsprung schon für Wasiljauskas. Achten sollten wir am Ende des Feldes auch auf unseren Liebling, Blamen Gralev, der immer für einen Abflug gut ist. Bis jetzt hat er in jedem Rennen mindestens einen Abflug gemacht. Von daher gehen wir auch davon auf, ja, dass er heute zumindest einmal das Kiesbett aufsuchen wird. Hier haben wir den britischen Dreikampf um die dritte Position. Palmer gegen Stoneman und Gledis, ja, und sogar Vierkampf. Brett ebenfalls noch dahinter. Ich glaube, der stärkste von denen ist Stoneman in diesem Paket. Da ist eine tolle Kameraeinstellung, das zeigt, wie schnell die Fahrzeuge hier wirklich sind. Aber Palmer scheint auch wach geworden zu sein. Hat eine top erste Runde hier abgeliefert. Hat sich weit, weit nach vorne schieben können. Aber genauso Stoneman, der hellwach war. Ja, die Geschwindigkeiten hier im Schnitt bei 175 km/h. Das zeigt, wie hier quasi der Ritt auf der Kanonenkugel stattfindet. Oh ja. Ja, das ist schon ordentlich flott, wenn man überlegt, dass wir mit Roots zum Beispiel eine Kurve haben, die mit 60 km/h durchfahren wird. Und der richtig schnelle Part, das ist eigentlich das, wo es auf den Grand Prix-Kurs rausgeht. Das ist die Certis-Kurve, genau diese hier. Ab hier wird es ordentlich schnell. Da wird richtig rüber geballert. Gledis taucht am Windschatten ein, wenn wir uns den Start nochmal in der Wiederholung anschauen. Gledis hat den Schlacht ein bisschen vermasselt. Palmer findet eine Lücke außen herum vorbei. Und Stoneman auch außen rum. Er hat sich gleich Zweiter geschnappt. Ja, außen rum zu fahren, hat sich direkt hinter Palmer geklemmt. Und mit dem schwarzen Fahrzeug am Ende des Feldes, Palmer Gralev. Auf den müssen wir, wie gesagt, weiter achten, der wird sicherlich seine übliche Pirouette noch hinlegen. Das war eine ganz gefährliche Situation, als sie die Räder von Palmer und Afanasiev sich berühren. Das hätte für beide im Abseits enden können. Da hat aber auch keiner nachgegeben. Und hier sind wir wieder ein bisschen im hinteren Feld, aber auch da wird ordentlicher Motorsport. Ja, da haben wir übrigens Gralev, wir haben Julian Theobald, wir haben Ricardo Teixeira, der auch immer für Action gut ist, manchmal zu viel. Palmer geht fliegen. Und zwar von Stoneman ist er rausgeschickt worden. Oh. Das war Stoneman. Die beiden Rivalen im Championat. Hier sehen wir nochmal die Wiederholung. Stoneman zieht rein, Palmer macht die Tür zu. Da touchieren sie sich. Mein lieber Schwan, das hätte einen Überschlag geben können, so wie die Räder sich da verhakt haben. Ganz gefährliche Situation. Stoneman hat es retten können. Ganz haarige Geschichte. Auf jeden Fall, Palmer scheint das Rennen beenden zu müssen. Ob er da wieder rauskommt? Ja, Feierabend. Und ausgerechnet sein großer Rival im Titelkampf gerät mit ihm da aneinander. Also das ist, war wirklich grenzwertig, wie so oft in der Formel 2. Ja, gut, aber was ist grenzwertig? War der Angriff von Stoneman grenzwertig? Sage ich nein. War das Zumachen von Palmer grenzwertig? Vielleicht. Das ist auch grenzwertig. Im Angriff. Mensch, Freunde, ey, da seid vorsichtig. Das war Belli im Kampf mit Larich. So, hier nochmal die Aktion. Und da zieht jetzt Stoneman natürlich überraschendes Manöver, der zieht rüber. Jetzt wird es gefährlich, da wo die Räder sich berühren, das Auto von Stoneman sogar leicht aufsteigt. Ja, da war kein Platz mehr, da war definitiv kein Platz mehr. Das war gesunde Härte. Vielleicht hat auch Palmer nicht damit gerechnet, dass Stoneman überhaupt versucht, hier vorbeizufahren. Also,
Ich sag mal, Kompliment an Stallman. Vor allen Dingen, wie er das Auto noch eingefangen hat. Glück, war natürlich Glück dabei. Also, die hätten auch beide jetzt abfliegen können. So, durchatmen. Frage, wo liegt Stormel? Der müsste jetzt Vierter sein, wenn ich das richtig gerechnet habe. Er ist Vierter. Ja. Da ist Enge auf 2, Gladys auf 3, Stormel auf 4. Was ist aus? Das hat sich ein bisschen freischwimmen können. Ein bisschen ist sogar gut, 3 Sekunden. Muss mal schauen, ob das Auto von Stormel da keinen Schaden abbekommen hat. Aber der Junge gefällt mir. Der Junge gefällt mir. Also er sieht nicht aus wie, nicht nur aus wie Nigel Mansell, sondern er hat auch ein Racerherz wie er. Ist nur nicht so ein Schauspieler. Der ist sehr, sehr geradeaus und ich glaube, von dem werden wir noch einiges sehen. So, Zweikampf. Surishwaran gegen Teixeira. Surishwaran, der sich gestern ja mit Julian Theobald hier gebiked hat. Dann im zweiten Qualifying sein Auto ziemlich zu zerstören, aber solche Monoposto-Fahrzeuge kann man relativ gut wieder aufbauen. Ja, das ist gut zu machen. Aber ich wage eine Prognose, die vier werden in dieser Reihenfolge nicht die Zielflagge sehen. Ich wage die Prognose, dass einer von denen die Zielflagge überhaupt nicht sieht. Ja. Einige Halssporne dabei. Ich denke an Surishwaran, ich denke an Teixeira, der jetzt normalerweise einen Angriff starten würde, aber da ist Gelb draußen in Paddock Hill Bend. Da sehen wir es, Seite an Seite fahren sie da durch. Ja, da wird das Auto noch geborgen. Tja, Nullnummer für Palmer. Das heißt, wenn es dabei bleibt, dass Dean Stallman mit diesem Manöver die Führung in der Mannschaftstabelle übernimmt. Ja, und das sogar mit einem ordentlichen Vorsprung dann. Weil sich Palmer nicht mehr wehren kann. 25 Punkte gibt es zu vergeben. 25 wird Stallman hier nicht holen, aber als Viertplatzierter wird er da schon jede Menge Punkte mitnehmen. Und genau, 12 Punkte wären es. 5 Punkte Rückstand hatte er. Das heißt, 7 Punkte vorne. So, jetzt neuer Versuch von Julia Theobald an Teixeira vorbeizugehen. Der fährt schon Kampflinien. Da war der Powerboost-Button im Spiel, aber hat nicht nutzen können. Jetzt zieh rein. Das macht er, aber Teixeira zieht zu. Nein, hat er gut gemacht. Und geblieben, also, das war klar. Ja, war aber ein tolles Manöver wiederum. Von muss man sagen, Theobald, absolut ja. Klasse Manöver. Ja, hatte Teixeira das Problem, dass er auf den schmutzigen Teil der Strecke gekommen ist. Da gab es keinen Halt mehr. Oh, Stallman ist schon dran. Ausrum, schon wieder. Da war wieder der Parabus-Button, garantiert. Mensch, hat der einen Speed, der Stallman? Das ist unfassbar. Also da kommt wieder deine Theorie zum Tragen. Heute gab es rohes Fleisch zum Frühstück. Ja, wieso absolut. Auf der Insel? Der Junge gefällt mir. Das find ich, ist das üblich hier auf der Insel, rohes Fleisch? Erinnere dich mal an dein Frühstück heute Morgen. Ah ja gut, das Fleisch wurde auch nur der Pfanne kurz gezeigt, bevor es dann auf meinen Teller kam. Wohl war, aber Stallman gefällt mir. Der Junge, der bietet glaube ich, alles, was ein Motorsport-Herz in höher schlagen lässt. Aggressiv unterwegs und er zuckt auch nicht zurück, wenn es darum geht, wenn es mal brenzlig wird, dann ist er mit dabei, aber das kontrolliert, sehr kontrolliert, da versucht er es jetzt außenrum. Also er setzt hier Gladys mächtig unter Druck. Gladys würde ja so gerne aufs Podium fahren, ist ja klar, er kann nicht alle Rennen teilnehmen an dieser Rennserie. Aber ich vermute, das wird er nicht schaffen. Und in dem Moment, wo Stallman vorbei ist an Gladys, dann kann auch Philipp Eng sich schon mal warm anziehen. Dann wird es eng für den Philipp, ja. Oh ja. Also dieses zweite Rennen deutlich spektakulärer als der erste Durchgang. Und mittendrin unter den Protagonisten ist Dean Stallman. Wiederholung des erfolgreichen Überholmanövers von Julian Theobald. Sind wir jetzt wieder an der Spitze bzw. auf den Verfolgerplätzen, da wo Gladys jetzt wieder Anschluss an Philipp Eng hergestellt hat. Ja, das ist ganz erstaunlich. Also Gladys ist er entweder wach geworden oder hat er sich auch mal seines Powerboost-Button bedient, der dann 50 PS freigibt, extra PS freigibt, du hast es eben angesprochen. Jetzt hat er sich in der Tat ein bisschen freischwimmen lassen und direkt im Angriff auf Philipp Eng. Wir dürfen nicht vergessen, das war Silauskas heute. Der Mann ist, der scheinbar alles im Griff hat. 4 Sekunden Vorsprung hat er schon rausgefahren. Er glänzt hier mit Top-Rundenzeiten. Es gibt nur einen, der schneller war in der letzten Runde und das war, dreimal dürfen Sie raten, Stallman. Ja, die zweite Position, die ist noch komplett offen. Ja. Brad lauert in der 5. Position. Der könnte vielleicht auch noch ein bisschen nach vorne kommen. Afanasyev so ein bisschen der Verlierer dieser Anfangsphase nach der Touchierung mit Palmer. Zurückgefallen auf die 7. Position. Haben wir so ein bisschen
im Ostblockbereich. Siebte Position Afanasiev, Marinescu aus Rumänien auf Platz 9. Samarin auf der 11. Position, kann nicht an die Erfolge des Samstages anknüpfen. Jetzt wünschen wir uns, dass der Dean Stoneman da schnell wieder Anschluss finden kann an seinen Vordermann, weil ansonsten zieht sich das vielleicht ein bisschen auseinander. Das hatten wir gestern ja im ersten Rennen, als man da mit ziemlich konstantem Abstand von jeweils einer Sekunde unterwegs war. Ja. So, da hat es gerade gestaubt. War das Wasiljauskas? Da ist Gelb draußen. Doch wohl nicht. Hat er sein Auto rausgeballert? Ja, klar. Das gibt doch nichts. Das gibt doch nicht. Reiter feuert ohne Not sein Auto neben die Strecke und jetzt liegt Philipp Eng in Führung. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ohne Not ballert er sein Auto da raus. Nein, das ist aber schade. Ja, vielleicht hat er irgendwie die Konzentration verloren, nachdem er so klar in Führung war. Und jetzt kommt Druck von Will Brett. Ja, der wird aber nicht lang aufrechterhalten sein. Also Wasiljauskas war ja. Ja, da kommt der Angriff von Brett. Das ist ja mal was, das ist ja ein Ding. Ja, scheint aber spannend zu werden. Also, dass Wasiljauskas hier verdammt schnell ist, hat er gezeigt. Jetzt ist er zurückgefallen auf die 5. Position. Philipp Eng führt und da wird aber jetzt vorne nicht nur um Rang 2, da wird es um den Sieg gerangelt. Und ich sag dir eins, Stoneman, der wittert hier noch ganz nach oben zu fahren. Absolut, aber auch auf den Verfolgerplätzen wird jetzt hier munter gefightet. Wasiljauskas in der Verteidigung, Brett und DeMarco. Hier sehen wir das Manöver noch einmal. Angriff von Brett auf Wasiljauskas, der jetzt nach innen reinschieben kann. Da macht er einen Fehler, da macht Wasiljauskas einen Fehler und da ist er vorbei. Und DeMarco versucht es auch. Und ja. Okay, vielleicht war auch das der Grund. Könnte sein, Wasiljauskas in langsamer Fahrt, das war's. Jetzt läuft das Auto wieder, offensichtlich Getriebeprobleme. Ja, Getriebeprobleme oder Spritversorgung könnte auch sein. Und das ist die Spitze jetzt. Philipp Eng führt vor Gladys und vor Stoneman. Oh Mensch, der Kampf ist eröffnet, ja. Ja, heißer Fight, schön. Das ist natürlich auch eine tolle Geschichte, jetzt für Philipp Eng wieder mal vorne fahren zu können. Den Sieg vor Augen zu haben, auch wenn es Wasiljauskas eben geschafft hat, hier 4 Sekunden Vorsprung rauszufahren. Also, dass es schneller geht, hat er sich definitiv gezeigt. Bailly gegen Larisch, hier geht es um die 12. Position. Ja, zu wenig für Bailly. Nutznießer wäre auf jeden Fall, wenn wir uns das in der Tabellensituation betrachten. Natürlich Stoneman im Moment als Dritter und auch Philipp Eng. Unter der Voraussetzung, dass sie alle die Zielflagge sehen, oder bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Ja, da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Ich hoffe, dass wir gleich nochmal eine Wiederholung bekommen, was da passiert ist mit Wasiljauskas, warum er da ausgeritten ist. Er kam nur als 14. jetzt über die Ziellinie gefahren, beziehungsweise in die Box, gibt das Rennen auf. Ja, schade für ihn, wirklich sehr, sehr schade für ihn. Es hätte sein erster Sieg werden können. Bisschen in die Ideallinie gerutscht. Ja, ich glaube auch, Brands Head ist nicht unbedingt seine Lieblingsstrecke. So, jetzt kommt die Aufklärung nicht, da war er nämlich schon längst draußen, ja. Dann kommt er wieder zurück. Da die Entstehung hätten wir lieber gesehen. Die drei, die werden vorne das Rennen unter sich ausmachen. Tja, hast du geglaubt, dass die Engländer hier nach dem Training nicht mehr vorne mitmischen können? Sieht es wieder anders aus. Ja. Drei Briten jagen hier Philipp Eng. So, außen herum. Das war wieder Julian Theobald. Ist das richtig? Ja, klar. Ja, an der gleichen Stelle, wo er sich gestern in Zürichbahn geschnappt hat, holt er sich ihn heute wieder. Ja. Also von den Überholmanövern her müssen wir sagen, gut gemacht. Der eigentliche Speed, da fehlt noch ein klein bisschen, aber das, was er hier zeigt, da kann er sich durchaus in Szene setzen. Also ein Kämpferherz hat er? Absolut. Den Marco auf 5, auch wieder ein gutes Ergebnis für ihn. Ja, aber er hat Afanasiev im Rücken, auch nicht einer der angenehmeren Gegner. Umgekehrt wäre es aber auch so. Wollte gerade sagen, also die tun sich da beide nichts. Hinter dem Marco ein kleiner Rückstau. Marinescu ebenfalls dran an die beiden blauen Fahrzeuge. Das sind die Fahrzeuge von Ibrahim und Clark. Clark, der heute überhaupt nicht in die Puschen kommt. Gleich haben wir Halbzeit im Rennen. 11 Runden haben wir zurückgelegt von insgesamt 24. Tja, würdest du einen Tipp abgeben, Uwe? Schwierig.
Topsdreher hier. Ist es Julian Theobald? Ja, schade. Also mit dem Kämpferherzen hat er es dann doch irgendwo übertrieben. Auto läuft. Die Meldung aus der Boxengasse, wie wir schon vermutet hatten, Getriebeprobleme bei Wasiliauskas. Und er hat jetzt andere Probleme, nämlich schmutzige Reifen. Ja, die muss ich jetzt erstmal wieder sauber fahren. Ist natürlich bis ans komplette Ende des Feldes zurückgefallen. Und wir konzentrieren uns hier vorne auf die Spitze. Philipp Eng, nach wie vor der Führende. Mit 7 Zehntel Vorsprung, wie Sie es auch sehen können. Und dann Stoneman dahinter nur eine Sekunde. Ja, da sehen wir den Dreher von Theobald ohne Fremdeinwirkung. Ja, da war er ein bisschen zu weit außen, wollte die Kurve zu weit ausholen, mit dem hinteren rechten Rad auf den Staub gekommen. Und da gibt es kein Halten. So, da sind die 3 relativ konstanter Abstand hier zwischen Eng, Gladys und Stoneman. Jeweils so ungefähr so 7 Zehntel auseinander. Aber ich denke, hier ist noch einiges offen in der Schlussphase. Kann Philipp Eng wieder zurückkehren auf die Siegerstraße? Wird es gleich erfahren nach einer weiteren Werbeunterbrechung. In der Reihenfolge die Abstände von der Spitze, mehr doch bei 6 Zehntel jeweils zwischen den ersten 3, zwischen Eng, Gladys und Stoneman. Jetzt wären wir natürlich gerne Mäuschen und wüssten gerne, wer hat noch wie viele Schüsse frei. Oh ja, wenn wir sagen, wie viele Schüsse frei, dann meinen wir natürlich den Power Boost Button. Es ist aber schön zu sehen, dass Philipp Eng sich da vorne halten kann und dass er den Speed hier jetzt ganz locker gehen kann. Die ersten 3 sind hier definitiv die schnellsten Fahrzeuge auf der Strecke und mit Abstand sogar die schnellsten Fahrzeuge auf der Strecke. Das ist gut für ihn zu wissen, das ist gut für sein Selbstvertrauen und vielleicht ist auch gut dafür, den einen oder anderen Sponsor noch mit ins Boot zu holen, damit er seine Saison beenden kann. Hier sehen wir nochmal den Unfall, ja. Stoneman gegen Palmer. Die Rennleitung untersucht den Vorgang im Moment. Wir hoffen mal, dass der Serienorganisator da kein Mitspracherecht hat. Ja. Dann könnte nämlich da etwas vielleicht parteiisch ausfallen. Ja, das ist immer das Blöde, wenn der Vater noch der Serienorganisator ist. Aber bislang machen die es wirklich ganz gut. Und Jolin hat letztes Jahr hier angefangen und war im Niemandsland und hat es aber geschafft, einen ganz steilen Weg nach oben einzuschlagen. Er hat sehr viel aufgenommen im ersten Jahr und war vom ersten Test an dann vorne mit dabei. Also da kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass der Papa da die eine oder andere Schraube gedreht hat. Die belgische Flagge für Benjamin Bailey. Aber die bringt ihm auch nicht weiter nach vorne als Platz 12. Nee, das ist zu wenig. Vor ihm Larich. Zumal, wenn er schielt ja auf den 3. Platz im Gesamt und jetzt ist Philipp Eng nochmal dabei, den ordentlichen Schluck aus der Punktepulle zu nehmen. Und auch Will Brett, der ja zwischenzeitlich die 3. Position übernommen hat, ist deutlich vor ihm auf Platz 4. Im Moment haben sie sich ein bisschen eingependelt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den Stand der Dinge so einfrieren können. Da haben wir nämlich schon zu viele Überraschungen erlebt. Ja, auch eben mit Wasiliauskas die Überraschung. Das plötzlich weg war. Es natürlich sehr schade, dass er seinen Getriebedefekt hat. Ich könnte mir vorstellen, das war der Grund dafür, dass er überhaupt ausgeritten ist. Er war 4 Sekunden vorne, hat es dominiert, dieses Rennen. Überraschung auch, dass Blamen Kralev seine obligatorische Pirouette noch nicht eingelegt hat. Ja, wir haben ja noch 8 Runden Zeit. Gut Ding, wir Weile haben, ne? Richtig. Wenn irgendwo gleich gelb ist, gehe ich mal stark davon aus, dass er es dann war. Also wir achten auf das schwarze Fahrzeug mit der Startnummer 8. Kowalska außerhalb der Punkteränge. Sie hat ja zwischenzeitlich in Portimao Punkte sammeln können. Damit alle Teilnehmer im Feld mit Punkten auf ihrem Punktekonto. Ich habe den Eindruck, Stoneman kommt wieder etwas dichter an Gladys heran. Ja, er weiß natürlich auch, dass es jetzt an der Zeit ist, Kanone zu geben, vorbeizufahren, aber die fahren alle wirklich am äußersten Limit und es ist nicht so einfach da, sich mal das ein oder andere Zehntel wegzuknapsen. Die Rundenzeiten trotzdem heute langsamer als gestern. Gestern waren wir im 17er Bereich. Kann aber auch damit zu tun haben, dass die Tourenwagen-Weltmeisterschaft eben hier auf der Strecke war und entsprechend mit dem Yokohama-Reifen. Und der
ist noch im Asphalt drin und das tut dem Avon-Reifen nicht gut, aber auch genauso ist es gleich wieder beim zweiten Lauf bei der Tourmagen-Weltmeisterschaft. Werden die ganz andere Streckenbedingungen vorfinden, weil er viel von dem Avon-Reifen im TR ist. Ich glaube, unsere Regie hat unseren Hinweis gehört nach dem Motto, achten wir mal auf Blam Gralev. Der gerät jetzt unter Druck von Teixeira. Da kommt gleich was. Zürich waren auch nicht unbedingt ein Meister an Konstanz. Also da haben wir die richtigen drei jetzt zusammen auf den Plätzen 14, 15 und 16. Damit das Feld mehr oder weniger abschließen. Nur Julian Theobald ist nach seinem Ausrutscher noch dahinter. Aber auch dahin wird ordentlich gefightet. Leichter Verbremser von Teixeira. Das ist der Mann, der uns in Marrakesch und Schrecken eingejagt hatte, als er da in der Startrunde in Höhe der zweiten Etage mehr oder weniger angeflogen kam, sich in der Luft überschlagen hat. Das Auto war auch anschließend hinüber. War das Chassis gebrochen, da gab es also nicht mehr viel zu reparieren. Aber er, Gottlob, unverletzt. Es hätte auch anders ausgehen können. Was tut sich derweil an der Spitze? Konstante Abstände. Ja, Stoneman mit Abstand der schnellste. Wieder also er hat die 1,18er Marke geknackt. Als einziger Pilot im Rennen. Ja, als einziger Pilot im Rennen. Die schnellste Rennrunde hat er für sich behaupten können. Aber schau, guck, jetzt sind sie alle drei wieder zusammen. Ja, da muss Stoneman jetzt schon wieder einen Fehler eingebaut haben, weil er war 3 Zehntel schneller. Er müsste also deutlich näher dran gewesen sein an Gladys. Wisst natürlich auch nicht, wie die Fahrer mit ihren Reifen da gehaushaltet haben. Es ist immer wieder so ein bisschen wechselt. Mal haut Storm in eine Bombenrundenzeit auf den Asphalt und dann lässt er wieder ein paar Zehntel liegen. Ich bin mir aber sicher, dass er nicht mehr viele von den Powerboost-Button übrig hat. Er weiß auch, dass nur noch 6 Runden sind. Und teilweise muss man sich den Gegner hier schon noch ordentlich zurechtlegen, damit man den irgendwo weiß, wo ist die Schwäche des Gegners, wo kann ich dann die Lücke aufmachen und entsprechend reinfahren. Auf jeden Fall sieht es so aus, als würden wir hier im Brands Hatch eines der wenigen Formel 2 Rennen ohne Safety Car erleben. Stimmt. Da war doch was, ja. Das wäre, glaube ich, die Premiere. Na, Robert, da weit nach draußen, Dean Stoneman. Da haben wir mit die 7 Zehntel Abstandsregel, ja. Das ist schon so fast konstant, immer 6, 7 Zehntel. Ja, aber kurz nach Paddock Hill und Roots sind die Fahrzeuge enger zusammen. Und Bailey beißt sich hier an der Rich die Zähne aus. Sammarin auf der 10. Position. Gestern waren auf dem Podium, heute kämpft er um das letzte Pünktchen. Angriff von Bailey abgewehrt von Larich, aber das war mehr zaghaft vorgetragen vom Lütticher. Ja, er findet hier nicht die optimale Linie und auch die Aggressivität, die ist nicht da. Ähnlich wie gestern Jalen Palmer, der auch so hingedröppelt das Rennen. Eigentlich gar nicht richtig dran teilgenommen. Das sah heute ganz anders aus und dann noch mit Stoneman zusammen, das war dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Ich erinnere mich so sehr stark an das erste Rennen, als die Fahrzeuge einen Abstand von einer knappen Sekunde jeweils hatten und das ist dann schon zu groß, um dann aller Kürze einen Angriff den Vordermann zu platzieren. Wir haben das auch auf die Aerodynamik geschoben, die in diesem Jahr ja weiterentwickelt wurde gegenüber dem Vorjahr. Die Autos deutlich schneller geworden. Und wir kennen das ja aus anderen Rennserien, je aufwendiger die aerodynamischen Pakete, umso schwieriger wird das Überholen. Umso schwieriger wird es, einem Fahrzeug hinterherzufahren. Das ist die Problematik. Theoretisch überholen kann man. Das Problem ist nur, man kommt überhaupt nicht mehr in die Gelegenheit, so nah an den anderen ranzukommen. Also Hubraum statt Spoiler. Genau. Und dann ganz schmale Reifen. Am besten Gürtelreifen mit Profil. Dann sind wir wieder bei der Formel Ford, wie wir sie früher hatten. Keine Flügel. Da gab es Überholmanöver en masse. Ja, Brands Hatch natürlich gerade auf der Formel Ford Schlachtenwelt berühmt. Das Formel Ford Weltfestival, wo früher mehrere hundert Starter sich da gemessen haben. Das war immer Saison-Highlight für die britischen Fans, wo viele Nachwuchspiloten ihre ersten Gehversuche gemacht haben auf dem Weg zur Formel 1. Du mit Sicherheit mittendrin, mit deiner Leiter bewaffnet.
um alles zu überblicken, so gehört sich das. So viel Zeit aber nicht mehr. Wir haben 19 Runden zurückgelegt, 24 stehen auf der Uhr. Die Zeitdistanz von 35 Minuten werden wir nicht erreichen. Also ich glaube, vorne tut sich nicht mehr sehr viel. Also es wird vorne innerhalb einer Zehntelsekunde gefahren. Dafür sind die Abstände zu groß. Also 6 Zehntel hinter Eng Gladys und 1 Sekunde hinter Eng Stoneman. Aber jetzt sieht es so aus, als ob sie wieder eng zusammen wären, zumindest das Stoneman. Ja, bis auf 4 Zehntel ist er jetzt rangefahren. Ja, dass Stoneman noch mal näher rankommt an Gladys. Es wäre ein super Ergebnis für Philipp Eng, wenn er das Rennen hier nach Hause fahren könnte. Er hätte es mehr wie verdient, nach dem ganzen Pech, den er gehabt hat. Das wäre echt noch mal ein tolles Ergebnis. Ja, Eng Sieger beim Saisonauftakt in Silverstone und auch in Marrakesch. Danach ging eigentlich nicht mehr viel zusammen. Danach ging nichts mehr zusammen. Die Besonderheit dieser Serie ist ja, dass sich hier 3 Fahrer jeweils einen Renningenieur teilen. Um das Ganze möglichst in Fluktuation zu erfahren, dass man halt mit verschiedenen Technikern zusammenarbeitet, um da auch seine eigenen Erfahrungen zu entwickeln. So, und Stoneman ist jetzt wieder dicht daran gefahren. Ja, ich glaube, er war gerade derjenige, den schnell zur Runde gefahren hat. Wir werden es kontrollieren. 18,5 zu 18,6 und 18,7. Stimmt gar nicht. 18,3, 18,6, 18. Ja, sie sind eigentlich sehr, sehr gleich gefahren. Gleich aber Level, es sieht aber so aus, als ob es enger würde. Wir sind in der drittletzten Runde. Und die Rundenzeiten, die vergehen hier bekanntlich wie im Flug. Und jetzt ist er relativ dicht dran an Tom Gladys. Also wenn er jetzt noch einen Powerboost-Button hat, dann kann er ihn so langsam aktivieren und gleich versuchen, den Angriff zu platzieren. Wer es clever macht, ist vorne Philipp Eng. Er scheint alles im Griff zu haben. Ja, Gladys fährt schon Kampflinie und Stoneman versucht jetzt hier gleich einen Angriff zu platzieren. Stoneman ist dran, mehr nur als dran. Also da kommt der Angriff jetzt gleich. Wo kommt er, in Truths? Ja. Na, vielleicht auch vorher. Also Stoneman ist sicher auch nicht schade genug im Paddock Hill, den Angriff zu platzieren. Ist natürlich eine schwierige Situation für Stoneman. Der Vordermann, der tut ihm nicht weh in der Meisterschaft. Der nimmt ihn jetzt ein paar Pünktchen weg, klar. Wenn er hier als Dritter die Zielflagge sieht, sammelt er richtig Punkte, übernimmt die Meisterschaftsführung. Er riskiert aber bei einem Angriff auf die zweite Position auch den Totalausfall. Hier verliert er mal ein bisschen in der letzten Kurve. Vorstartenziel in der Clark-Kurve. Da kommt er nicht so richtig raus. Jetzt ist er zu weit weg für einen Angriff. Ich bin nicht sicher, ob er da taktiert oder bester Mann selber hier volle Attacke reitet. Ups, hier wird Englerich im Zweikampf mit Samarin. Jetzt müsste er ihn reinstoßen, aber da lässt Samarin keinen Platz. Ja, da macht er zu. Jetzt nur um die 10. Position. Ja, der geht am letzten Punkt. Ja. Vorletzte Runde läuft. Philipp Eng hat den Sieg vor Augen. Ja, auf dem Weg zum Sieg, muss man sagen. Er hat 1 Sekunde Vorsprung, er scheint das wirklich sehr, sehr clever und bedacht nach Hause zu fahren. Wäre ein Riesenerfolg für ihn und das würde ihm sowas von gut tun. Da wird ihm ein Stein vom Herzen fallen, nachdem letzte Zeit aber mal nichts mehr ging. Bei Berlin geht auch nichts, bei Bailey auf der 12. Position für ihn deutlich zu wenig. Der Anspruch ist da definitiv höher. Er fährt gerade mal einen Platz vor Kowalska, die auf der 13. Position liegt. Letzte Runde läuft jetzt für Philipp Eng und seine Verfolger. Wir sehen es, die Abstände sind sogar noch minimal gewachsen. Also ich glaube, da tut sich jetzt nichts mehr. Da wird jeder auf Position halten fahren. Ja, das war's. Zumindest in der ersten Position. Ja, da ist kein Platz mehr für den Angriff. Also 8 Zehntel verliert man nicht. Und dann kommt immer noch dazu, ranfahren ist eins, überholen das andere. Da wird sich nichts mehr tun. Das wird wohl so ausgehen, genau in dieser Reihenfolge. Interessant, dass Philipp Eng ausgerechnet auf der Strecke wieder auf die Siegerstraße zurückkehrt, wo er im letzten Jahr seinen ersten und einzigen Sieg in der Formel 2 gefeiert hat. Also England ist ein gutes Pflaster für ihn. Wobei auch da der erste Lauf ja gar nicht so aussah, als ob er hier gut mit dabei wäre. Der erste Lauf, der erste Qualifying war nichts, aber dann im zweiten Qualifying hat er Glück gehabt und eine gute Runde erwischt, sodass er
aus der ersten Startreihe raus starten konnte. Ja, zwei seiner drei Siege hat er hier, oder sagen wir mal, drei seiner insgesamt vier Siege in der Formel 2 Karriere hat er in England feiern können. Zwei in Brands Hatch, ja, plus den Laufsieg in Silverstone zu Beginn der Saison 2010. So, da ist es jetzt soweit. Philipp Eng gewinnt das Rennen. Toll gemacht, Philipp. Glückwunsch an Philipp Eng. Er ist zurückgekehrt. Stommel fährt er ganz langsam über die Ziellinie, warum auch immer. Gladys feiert einen schönen zweiten Platz bei seinem Comeback in der Formel 2 Meisterschaft. Stormen wäre ein Dritter, Brad auf Vier, DeMarco, Afanasiev und Marinescu auf den Verfolgerplätzen. Nochmal letzter Angriffsversuch in Berlin, aber ohne Chance da zu attackieren. Bleibt also nur auf der 12. Position. Welch eine Enttäuschung für den von Königlichen Automobilverband Belgiens geförderten Nachwuchspiloten. Hier ist der Sieger, hier ist Philipp Eng, das Auto, was nach wie vor ohne Sponsorenaufkleber unterwegs ist, gilt übrigens auch für das Auto des Zweitplatzierten, für Tom Gladys, auch der sucht noch Sponsoren. Tja, da kommt die Faust nach draußen, er weiß, lange hat es gebraucht, bis er wieder die Zielflagge als erster in Empfang nehmen kann und damit ist er wieder zurück, zumindest in der Verfolgerposition, in der dritten Position im Championat. Ja. Nochmal die Aktion Stoneman gegen Palmer. Tja, also die eigentliche Ursache entstand ja viel früher beim Anbremsen. Alles, was danach kam, war nur noch, wo jeder versucht hat, seine eigene Haut zu retten. Und der Stoneman, der war innen, hat es geschafft, dann noch die Kurve zu kriegen. So jetzt der aktualisierte Mannschaftsstand. Stoneman führt mit 10 Punkten Vorsprung auf Palmer. Eng übernimmt die dritte Position wieder von Brad und Benny verliert zunehmend am Boden, muss noch aufpassen auf Afanasiev und auch den heute punktlosen Wasiljauskas. Tja, Wasiljauskas wäre auch an ihm vorbei gewesen. Aber locker, er lag auf 1, ungefährdet. Ja, er der Verlierer dieses Rennens, sehr schade, hat eine tolle Performance hier abgeliefert. Zum einen, weil er im Training der Schnellste war, zum zweiten, weil er auch im Rennen das echt toll geregelt hatte. Kommt er zurück in die Boxengasse, leider in diesem Wochenende abwesend, Calvin Snooks, müssen wir noch nachtragen, er hat sich bei einem Motorradrollerunfall am Mittwoch das Bein gebrochen oder Fuß gebrochen und ist am Donnerstag bereits operiert worden, hofft aber in 14 Tagen beim nächsten Durchgang in Brünn wieder dabei zu sein, zumindest gibt es entsprechende Signale von seinen behandelnden Ärzten. Ja, bevor wir uns jetzt um die Fahrer kümmern, machen wir mal eine kurze Werbeunterbrechung, melden uns gleich mit Philipp Eng und Dean Stoneman zurück.